Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsmelder. Mein Name ist Patrick und wir sind heute im Landschaftspark Nord in Duisburg. Und das hier ist tatsächlich mal eine Strecke nach all denen, die sich auch mal irgendwann verändern, die immer gleich geblieben ist. Also ich als Alter, nein, ich bin kein Alter, aber ich als gelernter Kruppianer, ich finde das hier super geil. Die ganze Location, ihr könnt hier laufen, hat Industriekultur ohne Ende. Die Streckenbeschaffenheit ist dementsprechend, aber auch, ich würde sagen, zu 90% echt Asphalt. Also das, was ich gerade in der Eingangsbeschreibung gesagt habe, dass sich diese Strecke noch nicht geändert hat, damit meine ich, in den letzten 11 Jahren, wo jetzt die beiden Laufbücher auf dem Markt sind, gibt es Strecken, die verändert worden sind, die es gar nicht mehr gibt, die verändert worden sind, indem sie einen Umweg hatten oder. Und diese Strecke hier am Landschaftspark Nord, die ist einfach nur mega. Die hat sich nie geändert, weil die Industriekultur hier ja nicht verändert worden ist. Und ihr dürft, ihr könnt, ihr müsst hier von 1 Kilometer bis 20 Kilometer könnt ihr hier alles machen. Ihr könnt die Hoag-Trasse noch mitnehmen. Ihr könnt zum Innenhafen von Jürs laufen. Ihr könnt aber nur hier auf diesem Gelände auch 5 Kilometer laufen. Ganz einfach. Easy peasy. Dann machen wir zum Schwierigkeitsgrad, ne? Also, auf einer Skala von 1 einfach bis 10 schwierig, ihr könnt mich vollnageln. Wenn ihr hier irgendeinen Berg findet, wenn es irgendetwas gibt, was hier anstrengend ist, schießt mich tot mit Informationen. Ich nehme es gerne auf mich. Aber ich würde sagen, eine 1,5 ist es locker. Ich hoffe, euch hat die Runde im Landschaftspark Nord in Duisburg gefallen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, wie die Streckenlänge ist, wie ihr es hier empfunden habt. Knallt den Paul und mich einfach voll mit Kommentaren. Wir würden uns darüber freuen und sagen erstmal ein herzliches Glück auf aus Duisburg Nord. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen, läutet die Glocke und im allerbesten Falle lasst mir bitte ein Abo da und ihr bleibt immer auf dem Laufenden.